was machen Sachen? Ja, ich habe es ja versprochen. Ich hatte ja Pakete bekommen. Hier und hier. Das ist aber was Größeres. Und wir machen heute ein kleines Unboxing. Und gucken mal, was da drin ist. Und wir werden die Sachen dann auch testen. Dann wollen wir mal schauen, was da drin ist. Ich habe nämlich ein paar Sachen bestellt, die ich einfach mal ausprobieren möchte. Und ja, das machen wir jetzt. Hier. Mir für die, für die Bügeldinger. Ich habe das ja mit dem Bügeleisen festgemacht. Ich habe mich jetzt doch mal für ein professionelleres Gerät entschieden. Für eine Heizpresse an sich hatte ich das Geld nicht. Aber für das Ding, ich habe die ganzen Sachen einfach mal über Temu bestellt, weil die da relativ günstig sind. Und dann gucke ich einfach mal, ob die auch funktionieren. Wenn sie das tun, was sie sollen, dann habe ich doch schon mal viel gewonnen. Haben wir hier so ein... Ach, guck mal, hier kann man direkt was ausprobieren. Hier sind so Stickerchen drauf. Die können wir dann einfach direkt mal aufprobieren und irgendwo drauf bügeln. Die Anleitung, die lese ich mir später durch. Hiermit hat man halt einfach deutlich bessere Kontrolle über Hitze, wie man das bei dem Bügeleisen hat. Das war ja mal ein bisschen schwierig. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Haben wir so ein kleines... Es sieht aus wie ein Bügeleisen. Im Prinzip ist es wahrscheinlich auch ein Bügeleisen. Es wird einfach warm. Aber einfach kontrollierter. Ja, hier an, aus und Temperatur. Ja, und damit kann man das halt diese Aufdruckfolie, die ich habe für T-Shirts, Pullis und so, also für Textilien, deutlich besser kontrollierter aufbügeln. Und die werden auch wärmer wie ein übliches Bügeleisen. Da bin ich mal gespannt, wie gut das mit dem kleinen Ding hier funktioniert. Das sieht ja schon eigentlich ganz putzig aus. Hat ja auch so einen kleinen Ständer, dass man nichts verbrennt, wenn man es irgendwo an die Seite legt und hat es noch an. Was ist hier drauf? Was ist hier? Achso, ist noch eine Tasche dabei. Da kann man das Ding einfach in die Tasche packen anscheinend. Ich glaube, das war der Sinn dahinter. Und ich würde sagen, wir probieren das gleich, nachdem wir das andere ausgepackt haben, einfach mal aus. Achso, ja, in dem Zug zum Bügeleisen habe ich gedacht, ich hole mir Transferfolie zum Bügeln. Die kann man ausdrucken, also wie man sieht, man kann hier einfach draufdrucken und die dann aufbügeln. Das werden wir dann auch gleich mal ausprobieren. Und ich bügel irgendwas, also ich suche mir irgendwas von meinen Stickern oder irgendwelche Bilder aus und bügel die auf irgendeinem T-Shirt, was ich noch in meinem Schrank habe. Und dann schauen wir mal, wie das ist von der Qualität, von dem Gefühl, vom Tragegefühl, ob das so steif ist, ob das sich gut bedrucken lässt. Und damit werden wir dann... Da können wir gleich das Bügeleisen nochmal ausprobieren für kleinere und größere Sachen. Dann suche ich ein großes Logo aus und suche mir irgendein T-Shirt aus oder sowas und bügel das da drauf. Und jetzt haben wir hier, darauf freue ich mich schon richtig, das wollte ich schon ein bisschen länger haben, ein richtig großes Paket. Was ist da wohl drin? Ein grüner Karton ist da drin. Greenscreen-Karton. Ich habe hier so ein... Auch bei Temu günstig gefunden, so ein DIY Badges Maker, so eine Button-Druckmaschine. Ich sag, momentan muss ich meine Sachen über Temu und so bestellen, weil Krankengeld und so. Aber vielleicht für euch auch ganz lustig oder nützlich zu sehen, ob die Dinge überhaupt was taugen. Und ach, wir haben hier schon ganz viele. Ah, das war in drei Größen. Ich habe schon ganz vergessen. Wir haben hier so ein Ausschneiderchen. Ah, wir haben hier... Ist es der? Na, ich habe gedacht, ich hätte eine Größe nur, aber anscheinend. Ich habe hier süße, kleine, ganz große, mittlere Dinge. Ich dachte, das wäre nur für eins. Da wurde ich ja schön überrascht, dass ich hier... Ja, das sind die Gegenstücke, dass ich hier mehrere Größen mitdrucken kann. Das ist ja geil. Ich dachte, ich könnte nur die mittlere drucken. Also laut Anleitung. Dass ich nur die hier drucken könnte. Ist jetzt viel geiler, wenn ich alle drei drucken kann. Auch das werden wir dann auch gleich ausprobieren. Ich drucke mir einfach ein paar Sachen aus. Wir haben auch schon vorgefertigte. Weiße und metallische. Glitzert das? Ich mach mal die großen auf. Die sind halt schöner zu sehen, wenn die groß sind. Was irgendwo mit Kleber da. Hier sind
Einmal halt schon vorgefertigte zum selber bemalen. Und hier sind so, sind die durchsichtig oder sind die, die sind glitzernd? Die sind so holomäßig. Die sind hier so ein, nee, das ist die Folie nur. Das sieht einfach nur glitzernd aus, weil da so viele sind. Ah, das ist wahrscheinlich das Papier, das oben drauf kommt. Irgendwie sowas in die Richtung wird das sein. Weil man braucht ja die Unterseite. Also hier dieses Pin-Ding. Da braucht man ja die Mitte quasi. Und da kommt dann das Papier drauf und dann die Folie drüber. So, ich habe verstanden. Glaube ich zumindest. Und er hat halt hier noch so extra so Kreisausschneider, dass man halt sich nicht mit der Schere hinsetzen muss und das ausschneiden kann. Wie das funktioniert, weiß ich noch nicht, aber das finde ich raus. Haben wir einen kleinen und großen. Das ist ja echt nice. Und das Herzstück ist jenes welches. Das ist ganz schön schwer. Es sieht jetzt schon mal immerhin nicht so aus, als wäre das komplett kackes Plastik. Also es ist schon stabil und schwer, glaube ich, damit das nicht direkt kaputt geht, wenn man es benutzt. Das hatte ich auch die Angst. Man hat ein ganz billiges, dünnes Plastik und macht den Hebel ab. Und hier sind dann wahrscheinlich die verschiedenen Größen zum Reinlegen. Da werde ich dann mal gucken, wie das funktioniert. Das finden wir dann gemeinsam heraus. Ich habe zwar eine Anleitung dabei, die sehe ich schon hier unten, aber die ist auf Chinesisch. Und ich kann kein Chinesisch. Aber da sind Bilder dabei, wir kriegen das schon hin. Das kann ja so schwer nicht sein. Das kriegen wir irgendwie hin. Okay, eins davon muss oben dran und das muss einfach nur darunter geschlittert werden. Das ist wahrscheinlich das für oben dran. Das hier kommt da oben. Irgendwie rein. Ah, hier ist so ein. Und feste ziehen geht's raus. Okay, das ist magnetisch anscheinend. Und das muss dann, muss die Zipfel nach außen oder muss die Zipfel nach innen? Die Zipfel muss nach außen. Mach das Bild schon mal so. So. Dann kann das gedrückt werden. Aber das kriege ich so gar nicht durchgeschoben. Weil hier auch 1, also diese 1, 2, 3, das ist ja in dem Flachen drin. Das muss ja da eigentlich in das Flache rein. Ah, okay. Man muss es einfach hochdrücken. Das bleibt von alleine nicht oben. Man muss es hochdrücken. Dann kann man hier 1. Dann nimmt man das raus. Legt das da rein und dann macht man hier 2. Ah, und jetzt funktioniert es auch. Okay. So, jetzt haben wir die Sachen ausgepackt. Jetzt wollen wir sie natürlich ausprobieren. Wir fangen hier mit unseren kleinen süßen Heizpresse an. Und ich habe da ein kleines Upsi gemacht. Ich dachte, das hier, die hatte ich auch mal kurz gezeigt, wären Sachen für den normalen Drucker. Ich habe dann aber ein bisschen weiter gelesen und da steht DTF Print. Also es ist ein spezieller Drucker, der mit einem speziellen Verfahren druckt auch halt diese Folien, die man dann halt einfach zum Transferieren auf Textilien etc. nutzen kann. Ich habe keinen DTF-Drucker, ich habe so einen stinknormalen Laserdrucker. Dementsprechend kann ich die hier nicht nutzen und nicht ausprobieren. Da habe ich wohl nicht ganz so gut aufgepasst, wie ich mir das bestellt habe. Vielleicht komme ich in den nächsten Jahrzehnten mal zu einem DTF-Drucker. Die sind jetzt nicht ganz so günstig. Im Prinzip macht er genau das hier, wie die hier sind. Man hat hier diese Transferdinger halt auf dieser Folie drauf. Hinten ist die weiß. Und die bügelt man dann auf. Das sind halt diese Verfahren, wie man solche Teile herstellt. Das ist diese DTF-Druck. Und ja, lässt sich jetzt halt leider nicht ausprobieren, da ich auch nicht habe. Wir werden jetzt einfach die Dinger auf dem T-Shirt bügeln. Ich habe hier so ein ganz normales weißes. Man könnte das überall drauf drucken. Dieses DTF-Verfahren ist halt eigentlich ganz nice. Das ist hinten weiß, sprich man kann es auch auf dunkle Sachen drucken und die Farbe geht nicht verloren. Es wird halt nicht abgedunkelt, sondern es behält die Farbe, da man halt diesen hellen Hintergrund hat, den weißen Hintergrund, dass da sich halt nicht so großartig was verfälscht.
Ich habe jetzt halt das weiße T-Shirt, weil das war halt bei mir gerade im Schrank. Und da dachte ich, da bügeln wir das auch. So, na, machen das einfach. Ich dachte mir, ich mache das einfach auf die Ärmel. Eins links, eins rechts, weil ich ja zwei habe. Ihr habt hier dieses Logo von EasyCount. Also, EasyCount ist die Firma, die dieses Gerätchen hier gemacht hat. Lege ich jetzt drauf. Mache das. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe das Bügeleisen heiß gemacht. Das ist halt innerhalb von 2, 3 Minuten tatsächlich schon warm. Ich habe das jetzt mal auf volle Stärke gemacht. Ich habe nämlich für diese Dinger keine Anleitung, wie heiß sie sind. Also, wie heiß sie gemacht werden müssen. Und ich dachte, mehr ist mehr. Bedienung ist auch ganz einfach. Man hat hier an, aus. Und hier hat man halt eine Einstellung, wie heiß das am Ende werden können. Und das heizt sich dann alleine auf. Und es zeigt dann auch die Temperatur an, die es gerade hat. Es piepst dann auch, wenn es fertig ist. Und wir werden das jetzt einmal draufhalten. Und wie gesagt, bei den Vinyl hatte ich halt die ja, Angabe, man soll so eine halbe Minute das draufhalten. Das machen wir jetzt hier auch einfach mal sicher, sicher. Ich glaube, mehr ist mehr und macht nichts kaputt. Meine Theorie, ich weiß nicht, ob es stimmt, wir sehen es ja gleich. Und halt ein bisschen Druck aufüben, weil es ja Heizpresse. Ich muss halt hier selber pressen, weil ich halt nur das kleine Maschinchen habe. Ich hätte vielleicht einen Timer anmachen sollen. Dann wäre das irgendwie sinnvoller gewesen. So. Mal gucken. Es ist schön gut warm. Heiß. Und gucke mal. Boah, das hat gut funktioniert. Und das sieht doch echt gut geworden. Es verabschiedet sich, egal. Und das gleiche machen wir jetzt hier drauf. So. Ich glaube, da passt auch das Bügeleisen. Na, nicht ganz. Ja, man soll ja eigentlich eh warten, bis das abgekühlt ist, bevor man die Folie abzieht. Ich habe da jetzt nicht Geduld für und habe die jetzt schon warm abgezogen. Deswegen habe ich hier so ein bisschen, ja, hier so eine kleinen Hubbel drinnen. Hier war es nicht ganz drauf, aber naja. Wenn man das vernünftig macht, funktioniert das auch. Und ich bin halt von dem kleinen Gerät begeistert. Ich habe jetzt nicht die Schwierigkeiten gehabt, wie halt beim Bügeleisen, wo es einfach nicht heiß genug geworden ist, damit ich das vernünftig aufbügeln konnte, gerade bei den Vinylfolien. Und da werden wir vielleicht demnächst mal wieder was machen. Ich brauche halt nur ein paar T-Shirts, die ich bedrucken kann. Ich glaube, ich habe jetzt nämlich nicht wieder so viele Blanko-T-Shirts, wo man was draufdrucken kann. Aber eine coole Sache. Und es geht auch halt nach einer Weile einfach aus, was halt echt nice ist. Man kann es nicht vergessen. Hat mich jetzt überrascht. So nach 4 bis 5 Minuten geht es von alleine aus. Dann haben wir hier und da einen schönen Druck gemacht. Wir haben hier noch ein anderes Spielzeug. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Den Kollegen hier. Nein, das am besten. Ja, ich habe mich jetzt dann doch entschieden, die kleinen hier zu nehmen, anstatt die mittleren. Ich dachte mir, ich versuche es erstmal mit dem kleinen. Wenn die nichts wären, ist nicht so schlimm. Ich habe hier meine Handy-Dandy-Anleitung. Und ich habe auch was vorbereitet. Ich habe hier ein paar Emotes gedruckt und die möchte ich jetzt machen. Ich glaube, ich habe die ein bisschen groß gedruckt. Die sind jetzt etwas zu groß. Das macht aber nichts. Das ist jetzt nur zum Testen. Ich sage, die richtige Größe zu kriegen ist gar nicht so einfach zwischen Photoshop und dem Drucker, weil die etwas skalieren. Ich weiß nicht warum. Mein Drucker hat die Angewohnheit, alles nochmal ein bisschen kleiner zu skalieren, wie ich das in Photoshop eingebe, weil er den Rand halt noch mit reinrechnet. Auch wenn ich sage, bitte rechne den Rand halt nicht mit, dann hält er sich trotzdem mit. Jetzt müssen wir die erstmal rund abkriegen. Dafür haben wir diesen. Wo habe ich es denn? Ich bin eine Woche zu Hause. Ich habe schon wieder komplettes Chaos da. Ich bin gerade fleißig am Häkeln, weil ich da Bock zu habe. Ich habe ganz viele Pokebälle gemacht. Nein, hier geblieben. So. Muss ich auf meine Fingerchen aufpassen. Wir haben jetzt hier ein gefährliches Messer. Wir holen uns noch eine Pappe, bevor ich hier durch die ganze Papiere durchschneide und meine Unterlage auch mit wegschneide. Dann fangen wir hier an. Suchen uns irgendwie einen guten Punkt, wo wir möglichst viel Kopf mitnehmen. Oh je. Eieieiei. Okay, das funktioniert nicht so gut. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm, wenn wir das nicht 100% gerade machen. Wir werden es ja dann sehen. Wir haben ja noch ein paar zum Üben. So, das kommt hier einfach direkt rein. Vielleicht sollte ich das mal umdrehen. Also, ich habe
das Metall. So, ich habe das jetzt einfach hier drinne. Das Metall, das Bild und das Plastik. Wo ist denn hingelegt? Da. Und das Plastik da rein. Dann einmal drücke. Okay. Habe ich gemacht. Ah, jetzt. Okay. Und dann muss der schlussweise jenes Ding. Jetzt weiß ich halt nicht, wie ich das Bild reingemacht habe. Ich hatte das, glaube ich, so rum. Probier mal. Ich hoffe, es ist einfach so rumgeblieben, wenn ich das reingemacht habe. Hier einfach dieses Plastiknippes rein. Zieh das rüber. Es ist nicht hier drin. Es steckt da drin fest. Und jetzt nochmal drücken. Okay. Und dann? Ah, okay. Oh, nein. Hat nicht ganz funktioniert, ist wieder rausgeplöppt. Ah, das waren mehrere. Ich habe zu viele Plastikdinger da reingefriemelt. Okay. Gut, dann kann ich die... Das hat nicht funktioniert. Probieren wir es nochmal. Okay. Nicht feste drücken. So ganz vielleicht. Ah, es hat schon besser funktioniert. Ich krieg Übung. So. Nochmal. Bin ich denn doof? Ach, hier. Ich hab's im Schoß liegen. So. Metall. Bild. Ein Plastik. Ist aber wirklich ein Plastik hier. Gut. Was kommt hier drauf? Das kommt hier hin. Es ist oben drin. Und kommt hier. Das ist Plastik. So. Und nochmal. Jetzt geht es auch leichter runter. Und schon? Ja, diesmal hat es funktioniert. Okay, ich habe die Bilder viel zu groß gedruckt. Ist das süß. Ein paar habe ich noch. Ein Metall hier rein. Ein Bild hier drauf. Und ein Plastik da drauf. Zack. Drücken. Zurück. Kann man hier schon mal direkt weitermachen. Ja, das Bild ist ein bisschen groß. Nicht ganz gut, so gut ausgeschnitten. Ausschneiden mit dem Tool muss ich noch ein bisschen üben. So. Dann haben wir. ist nicht ganz so. Ich muss noch gucken. Sieht, wir haben schon mal einen lustigen Mund. Und ein neuer Button. Ah, hier hatte ich wieder mehrere Plastik. Ja, der hat wieder gut funktioniert. Wenn ich halt wirklich nur eins habe, haben wir hier nur die Augen. Ich habe die Dinger doch deutlich zu groß gemacht. Ich habe da nicht dran gedacht. Ich hätte mir eigentlich hier sonst nehmen können. Und gucken, wie viel bleibt da über. Das ist halt schon ein großer Unterschied. Ja, der ist doch eigentlich ganz gut geworden. Oh, der ist gut geworden. Den mag ich. So. Der letzte ist auch gelungen. Okay. Ich muss die nächstes Mal minimal kleiner machen, aber für meine ersten Versuche finde ich die doch echt gut geworden. Ja, das mal die Seite. Wir haben ja hier doch schon einige sehr gute hinbekommen. Auch wenn die halt doch ein bisschen kleiner ausgefallen ist, wie ich gedacht habe. Ich habe einfach das Falsche abgenommen fürs Abmessen. Ja, wir haben doch hier echt schon
Eine schöne Auswahl. Und ich glaube, gerade für die kleinen Buttons, so die Emotes, sind recht nice. Ich werde jetzt noch ein bisschen schleifen an der Größe. Gucken, dass ich da eine Vorlage mir mache, dass ich einfach die perfekte Größe habe für diese Geschichten bis aus dem Drucker. Ist ein bisschen blöd, dass mein Drucker die konstant immer ein bisschen kleiner macht, wie Photoshop das sagt. Naja, aber irgendwie kriege ich da schon die passende Größe bei raus. Ich bin happy, ich habe ein neues Spielzeug. Und demnächst gibt es auch Buttons in einem Shop. Den werde ich dem, ja, im Laufe der nächsten Woche online stellen. Da gibt es erstmal Stickers und Buttons in drei Größen. Das sind jetzt die kleinen, die anderen habe ich jetzt noch hinten. Und ja, da freue ich mich. Ich habe wieder ganz viel Zeug, mit dem ich spielen kann und was ich machen kann. Ich bin so ein kleines Spielkind und freue mich über sowas. Genau wie ich jetzt auch tonnenweise Pokebälle, wie man hier im Hintergrund sieht, gehäkelt habe. Die werden da dann auch in einem Shop landen, weil es mir Spaß macht, die zu machen. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, wir sehen uns dann morgen in einem Vlog. Dann erzähle ich, was ich so die Woche getrieben habe. Ich war ja ein bisschen unterwegs. Und dann wünsche ich euch auch noch einen wunderschönen Tag.